Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, gerade am Anfang ist alles neu und interessant und man muss mit Problemen schauen. Ich habe mich auf einen Planeten gesetzt, mit dem ich eigentlich so gut wie kaum Algen habe. Hier ist nochmal ein bisschen Oxalit. Also ich werde hier jetzt planen, das CO2 aufzubewahren, damit ich hier weiter meine Nahrung erstmal einlagern kann. Und dann gehen wir hier rein und schauen ein bisschen an links. Ich muss erkunden, ich muss irgendwas mit Algen, ich muss irgendwas finden. Ich bin noch nicht, mit dem, was ich habe, bin ich noch nicht zufrieden. Gefällt mir nicht. Ja, wir müssen filtern. Ja, wir müssen machen. Wir haben noch kein Waschzimmer. Ich weiß, dass wir auch keinen Sauerstoffgenerator haben. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ich habe auch keine verschmutzte Erde. Das ist ja auch so die Sache, ne? Ich sehe so ein bisschen wie meine Sachen hier so ein bisschen. Oh doch, ich habe verschmutzte Erde, was? Wäre noch eine Möglichkeit, ne? Aber verschmutzte Erde. Ah, da müsste ich filtern. Was werden die nächste Filterforschung? Müsste mit Sauerstoff, wo haben wir es? Feststoff, Flüssigkeiten, Gase. Ah, brauche ich auch schon das Neueste. Kann ich mir noch nicht erlauben. Okay, das wird lustig mit Sauerstoff hier in dieser Kolonie. Noch müsst ihr halten, Jungs. Die machen das. Ich meine, die halten jetzt hier gerade alles an Sauerstoff. Technisch aufrecht. So viel ist hier nicht mehr. Ich hab doch gerade die Dinger. Ne, entwurzeln abbrechen. Okay, wollte gerade sagen, ich hab doch gerade den Befehl gegeben zum Entwurzeln. Hab ich schon wieder. Ne, hab ich nicht. Pips, ne? Pips sind kleine Pain in the Ass. Aber was willst du machen? Arborbaum entwurzeln. Entwurzeln. So, raus damit. Die können da unten gern bleiben. Ich mag sie noch nicht wegtun, weil sie sind noch gut für mich. Seht ihr das? Hier, da könnten die Oxyfarn hinstellen. Da kann einer hin, da kann einer, da unten können drei hin. Nehmt einfach Oxyfarn, meine lieben Freunde. Schnappt euch eine Oxyfarnwurzel und dann stellt die da rein. Jetzt haben wir 86%, 79%. Brauche auf jeden Fall nachher noch ein paar mehr. Oh, der ist neu. Da oben, entwurzeln. Sehr schön. Genauso wie den, alles, was hier an den Dingern erstmal da ist. Habe ich den schon entwurzelt? Nein, auch raus damit. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, es wird erstmal weiter geforscht. 87%, weißt du? Raus damit. Der hat hier kaum Druck. Ja, das ist so ein bisschen. Sauerstoff ist hier gerade echt gefühlt kacke. Kein großer Fan, das ist gerade mein größter Hindernis. Ich könnte mir einfach stumpf verschmutzten Sauerstoff herstellen. Ist eine Notmaßnahme, wenn nichts geht, geht gar nichts. Dann gibt es verschmutzten Sauerstoff. Aber ist eigentlich nicht das, was du willst. Das ist nicht the way to go. Die hier blubbern jetzt erstmal ordentlich Druckluft hier raus. Hey, guck mal hier. Pflanzen. Pflanzen. So, damit das erstmal unter Kontrolle gesetzt ist. So. Ja, hilft alles nichts. So. Und dann gehen wir hier rein. Wir erkunden. Irgendwo muss hingehen. Hier ist Oxalit. Werde ich mir wahrscheinlich hier oben drüber einmal holen. Also hier oben werde ich einmal anstoßen von hier hin, dass der Sauerstoff dann nachher hier oben hin kann. So, Forschung abgeschlossen. Ja, ersten Türen. Direkt weitermachen. So, Sestrix, was gibt's Schönes? Mach doch ein Lager mit Samen für unnötige Samen, um die wegzusperren. Ja, da kommen die ja trotzdem dran, die kleinen Scheißerchen.
Da kommen die Scheißerchen ja trotzdem dran. Einzige Sache, die ich jetzt machen könnte, wäre, dass ich anfange, hier die sämtlichen Oxyfarn-Samen da schon mal hinzustellen. Oder generell alle Samen hier unten einmal einzulagern. Das ist, glaube ich, das, was im Moment das Sinnvollste ist. Da habe ich eine neue Mehlholz, sehr schön. Ich glaube, das ist eher sinnvoll, dass ich alles an Samen, die ich habe, da rein befördere. Und dann können sie das ein bisschen zerlegen. Immer noch kein grünes Biom. Ich finde nochmal Wasser. Und tatsächlich noch eine halbwegs brauchbare... Ich habe... Sag mal, das ist doch spaced out, ne? Wo ist denn bitte mein Connector zum nächsten Planeten? Das ist vielleicht noch ein bisschen early, aber... Wollt ihr mich denn verarschen? Konierfolg drin. Bam! Bam! Bed und Bad, danke. Okay. So, bitte. Bitte tun Sie Dinge. Danke. Und den kannst du auch gleich noch in Wurzeln. Den braucht keiner. Und habe ich schon durchlässige Ziegel? Ich glaube nicht, ne? Ne, habe ich noch nicht. Das kommt noch. Weil ich den Sauerstoff, den ich hier habe, nachher haben will. Hier wird CO2 sein. Dann wird sich das alles schon ein bisschen senken und passen. So. Alles an Samen da rein. Ist mir egal. Damit sie das erstmal haben. Erstmal wird geschlafen. Wie haben es Leuchtkäfer hier reingeschafft? Okay, die Frage kann ich mir auch selber stellen. Die Türen sind offen. Oh. Falscher Knopf. Neue Blaupause. Sehr schön. Noch mehr. Ich habe gefühlt 5 Millionen. Schlaf ist wichtig. Hörte ich. Schlaf sei wichtig. So. So ist es auch. Siehste. So, Leute, macht mal. Also das Klo, komm, kriegt erstmal gerade eine 6. Wir betreiben Forschung und erstmal tun wir erstmal irgendwas irgendwie stabilisieren. Das ist unglaublich, dass ich da nichts habe. Ich meine, das ist super, dass ich hier nachher Dings habe. Aber trotzdem. Dass ich da nichts raushole. Das wundert mich. Also ich bin es gewohnt, eigentlich mehr am Anfang zu haben. Nicht, dass es schlimm ist. Nur ungewohnt gerade. So, Forschung wird betrieben. Rakete ist mir egal. Wasserkühler. Wir könnten die ersten... Soll ich erst Erholungsräume bauen? Fähigkeitenbelastung. Ja, im Moment bin ich gerade froh, wenn ich EP kriege. Strombrücke, Schalter, Rost. Hab ich Rost? Metalle. Eisenerz. Uranerz, Blei. Kupfer. Ich habe keinen Rost, ne? Kupfer. Sandstein. Krass, wie wenig Sandstein. Obsidian ist auch mal dabei. Das ist mein Filtermaterial, Sand. Okay. Hier ist Rost. Sauerstoff über Rost. Sauerstoff über Rost.
Boah, halte ich fast noch für das Logischste. Wandelt Rost in Sauerstoff und Chlor um. Oh, aber Salz. Oh, Salz. Ich habe Dashka Salzranken, die habe ich gesehen. Dashka Salzranken, habe ich mal eine kleine Farm gebaut. Seine Einzigkeit wird die große Menge an Salz benötigt, um den Haushalt, also, ne? Schauen wir mal. Die strahlen ein bisschen. Moment. Seit wann brauchen die Strahlung? Die brauchen Chlorgas. Seit wann tun Dashka Salzranken Strahlung abliefern? Vollkommen sicher. Um meinen Vorrat an Salz beizubehalten, ist das Ende der Ranke mit mikroskopisch kleinen Gebilden überzogen, die mit Natriumatom verbinden und derzeit große Kristalle bilden. Also, wir brauchen dafür, um das Ding zu füttern. Sieht man das hier? Ich brauche einen Luftdruck, ich brauche Chlorgas und ich brauche Sand. Sand ist ein kleines Problem für mich. Da habe ich nämlich nicht viel von. Klar, ich kann es crashen. Was ich auch momentan als einzige Lösung sehe. Habe ich irgendwo Chlorgas? Ich mache mir, also ihr seht schon, Gedanken für ein paar Dinge mehr. Ja, habe ich, aber nicht natural. Müsste ich abpumpen. Obwohl, hier ist ein bisschen was. Basilienlinien. Ich habe Chlorgas und ich habe Bleistein. Ich muss das dann über Bleistein erzeugen. Salz ist aber auch schwierig. Alles klar, ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Was verrät. Ich muss ja jetzt wirklich mal gezielt schauen, wohin gehe ich. Wenn ich über Rost gehe, muss ich Salz haben. Und Salz kriegst du nicht geschenkt. Ist ein bisschen verschmutzte Erde. Wir haben nämlich Rost. Mit reichlich Rost sogar. Und damit kann ich wirklich gut Sauerstoff produzieren. Mein Problem ist halt wirklich das Salz daraus. Sand habe ich so gut wie gar nichts, was ich brauche für die Dashka-Sandreifen. Hier sind die härteren Gesteine. Sandstein. Sandstein. Muss ich nachher crushen. Also man kommt mal ran, ist aber alles manuelle Arbeit. Hast du eigentlich keinen Bock drauf. Aluminiumerz. Mit gibt Sinn. Eisenerz, Uranerz. Ist erstmal auch Strom, ne? Gerade noch sicher. Also, wie mache ich das am besten? Das heißt, ich muss hier rein. Den Rost kann ich abbauen. Kommt hier eine Tür vor. Ja. Ja, 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 ja. Ich muss mir ja einen Plan zurechtlegen, wen ich gehe. Also ja, ich überstehe noch ein bisschen, was Sauerstoff angeht. Alles gut. Aber nicht mehr ewig. Also muss ich irgendwo ran. Elektrolyse mit Wasser? Möglich? Stromerzeugung? Ethanol. Okay. Wohin mit dem Schmutzwasser, wohin mit der Wärme, wohin mit dem CO2. CO2, hätte ich gerade einen Ort, arbeite ich dran. So, ballert mal alle Ranken, die ihr habt, da mal rein, liebe Leute. Eigentlich dürfte doch hier nichts und niemand.
Na, guck mal, hier kommen die ersten Nahrungssachen. Genau, holt euch mal gerade alle Samen. Mir geht das gerade ein bisschen auf die Nüsse, dass die nicht da sind, wo sie hingehören. So, dann können die Pips hier nämlich runter und die ganze Scheiße legen. Hier, der kann nämlich weg. Lass das CO2 nachher ruhig rübergehen. Ich will ja erstmal irgendwie eine Sammelstelle dafür haben. Ne? Und dann sag ich so, ey Pips, wisst ihr was? Hier, da könnt ihr euch die Oxyfarn-Samen, da könnt ihr euch da alle holen. Genau. So, wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr die jetzt runterbringen. Da kann jetzt der kleine Junge kommen und sich nach und nach die Dinger rauskramen, weil der wird darauf nice sein. Das will der auf jeden Fall haben. So, hier wird weiter geforscht. Hier wird aufgeschlagen. Ein Eisbiom. Okay. Ein Eisbiom. Magmetit, Magmetit, Rost. Oder ich gehe hoch. Ich habe Bleistein. Ja, ich fühle das eher hier. Frage, wie kriege ich das Chlorgas rein? Ethanol fühle ich. Hier ist halt noch Sand. Und ich glaube, dass ich Sand echt schnell brauchen werde. Temperaturtechnisch 33 Grad noch okay. Aber na, es sieht anders aus. Hier können sie das von mir aus. Entwurzeln, entwurzeln. Der ist wahrscheinlich auch erntebereit. Den können sie entwurzeln. Oh, dann gehen wir dann nachher rein. Ja, sollen sie mal machen. Also. Wir schließen uns das jetzt an. Stromgewinnung dadurch ist noch nicht gegeben. Ich bin echt im Kopf überlegen, wie ich das am sinnvollsten mache, ne? Ist für mich tatsächlich kopfkinotechnisch richtig wichtig, wie ich damit umgehe jetzt gerade. Guck mal, wie die Pips hier lauern. Na, wo schmeißt der Oxyfarn-Samen hin? An der Stelle, an der er nicht hin soll. Danke. Da habe ich Lebensmittel drinne. Die übrigens meine ganzen Kalorien momentan ausmachen. Also ja, die Jungs arbeiten auch dran, aber geht auch immer nur eins nach anderen. Weil den möchte ich nicht, dass es umwandelt. Hier ist okay. Aber eigentlich will ich meine CO2-Schleuder nachher hier haben. So, den räumt ihr mal bitte schnell auf. Schnell, bevor ein Pip ihn bekommt. So, es wird weiter geforscht, damit ich die grundlegenden Sachen zusammen habe. Ich meine, die Hexalfrucht und Blattläuse und der ganze Kram, alles gut. Mehlholz entwurzeln. Apropos, die müssen hier. Also Pflanzen sowieso immer erstmal 6. Die habe ich noch gar nicht drin. Na? Hier hat er schon die Arbor-Eiche und den ganzen Shit rausgeholt. Er arbeitet dran. Aufräumen. Arbor-Eiche. Aufräumen. Die Dinger, die da liegen, ne? Die Oxyfarn-Samen. Die könnt ihr auf den Boden ballern. Da unten. Da ist noch Platz für einen. Könnt ihr da hinstellen. 5, 6, 7, 8. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das juckt mich nicht. Der hier. Ja. Der muss auch entwurzelt werden, da oben. Und dann machen wir den Laden hier auf.
Ja. Also, ich hole mir jetzt erstmal alles an Nahrung zusammen, sehe zu, dass ich den letzten Sauerstoff sinnvoll hier rausgeholt kriege. Und dann ist die nächste Problematik Sauerstoff. Wie stelle ich sicher, dass ich weiter Sauerstoff bekomme? Denn das wird mich nur noch für einen gewissen Teil über Land halten, sagen wir es mal so. Oh, wächst. Guck mal, der ist mir durch die reinen Lappen gegangen. Oh, hier auch. Eingeklemmt? Du bist einfach nur nach unten. Genau. Der Sauerstoff, der hier rüberkommt, der reicht. Sollte zumindestens. Dass die hier übrigens noch arbeiten, ist auch mal ganz funny. So, was haben wir denn hier? Blaupause, guck mal. Dünger. Will ich den fünften Dub? Folge schon wieder vorbei, ne? Ja. Schläft regelmäßig ein. Nein. Geschwindigkeit der Bahnnutzung gesenkt. Geschwindigkeit. Hallo Dünger. Vielleicht bin ich auch einfach picky, aber ich. Nee. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Slide. Ciao.